Nachdem wir Ende letzten Jahres unseren Gasliefervertrag bei unserem Energieversorger gekündigt haben, haben wir jetzt Post von den Stadtwerken hier bekommen. Und zwar sind wir jetzt in der Gasgrundversorgung für dieses Jahr. Und man schreibt uns, dass man einen Arbeitspreis pro Kilowattstunde Gas von 21,6 Cent veranschlagt. Dazu kommen noch monatliche eine Grundgebühr von 16,64 Euro. Und aufgrund unseres Gasverbrauchs im letzten Jahr sollen wir jetzt monatlich zahlen 444 Euro für unseren neuen Gasgrundversorgervertrag, den wir hier haben. Also knapp 5000 Euro in diesem Jahr für Gas, für die Heizung. Jetzt werden einige von euch fragen, was redet er da? Er hat doch eine Wärmepumpe, er braucht doch kein Gas mehr. Ja, genau das habe ich auch gedacht, als das in der Post lag. Und habe gleich bei den Stadtwerken angerufen. Die konnten sich das überhaupt nicht erklären. Ich bin mal gespannt, ob jetzt am 1. März oder Ende Februar dann die 444 Euro abgebucht werden. Dann müsste ich da wohl nochmal anrufen, weil, genau wie ihr es richtig erkannt habt, wir haben seit November eine Wärmepumpe. Und da zahlen wir dann doch weit weniger als das, was hier veranschlagt wurde. Klar, das auch nicht die richtigen Werte, weil da kommt noch die Gaspreisbremse drauf. Dann halbiert sich das fast. Aber wir wollen heute im Video einfach mal sehen, wie ist es denn im Januar mit unserer Wärmepumpe gelaufen? Was haben wir für Werte? Was haben wir für Arbeitszahlen erreicht? Was haben wir verbraucht an Kilowattstunden? Was hat uns das Ganze gekostet? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, der kann also weg. Den brauchen wir fürs heutige Video nicht mehr. Ich schicke gleich mal ein paar Zahlen vorweg, statistische Werte über den Januar. Und zwar hatten wir im Januar eine Mitteltemperatur von 4,9 Grad, über den kompletten Januar gemittelt, 4,9 Grad. Und ich habe mir das mal angesehen, weil der Januar hat sehr warm angefangen und ist dann in der zweiten Hälfte ein bisschen kälter geworden, aber wir haben hier schon deutlich kältere Januare gehabt. Und deshalb habe ich einfach mal die letzten 15 Jahre durchgeklickt und geguckt, wo steht er denn da im Ranking. Und ich konnte sagen, es ist der zweitwärmste Januar der letzten 15 Jahre gewesen. Nur 2020 war noch wärmer, nicht bedeutend viel wärmer, aber schon ein Stück wärmer. Und deshalb muss man dann immer bedenken, die Werte mit der Wärmepumpe, die wir erzielt haben, das werden wir nicht jedes Jahr so schaffen. Da wird es schon noch Änderungen geben, aber es ist halt auch nicht der wärmste Januar gewesen in den letzten 15 Jahren, es war der zweitwärmste. Und ich habe ja noch so eine Komplett-Excel-Liste, wo ich alles drin habe und wo ich den ganzen Winter am Ende auswerten will. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, ich habe mir die Mitteltemperatur vom Dezember und vom Januar genommen und bin dann auch nochmal die letzten 15 Jahre durchgegangen, weil der Dezember war hier definitiv wesentlich kälter als normal. Und ich habe dann ermittelt, von 15 Jahren war das die Kombination Dezember-Januar die siebtkälteste, also ziemlich genau in der Mitte. Das sind also Dezember-Januar zusammengenommen, sind eigentlich relativ normale Winterwerte, die wir haben. Beides zusammen relativer Durchschnitt. Ja, und was haben wir noch? Ich habe mal die Takte gezählt, unsere Wärmepumpe im Januar, und bin da auf 193 Takte umgekommen. Das bedeutet pro Tag 6 Takte. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Meistens taktet sie nachts. Ich habe ja die Einstellung jetzt so auch im Januar gehabt, dass wir in der Nachtabsenkung auf 17 Grad runtergehen mit der Wunschtemperatur und das von 0 bis 5 Uhr, aber nicht im Eco-Modus. Das bedeutet, sie geht noch nicht aus nachts, weil dafür ist es jetzt im Kernwinter einfach noch zu kalt, sondern sie geht einmal pro Stunde ungefähr an und heizt doch mal kurz nach. Und ab 5 Uhr ist dann die normale Temperatur, 20 Grad Wunschtemperatur, eingestellt. Und dann läuft sie halt bis Mitternacht durch mit der Temperatur. Und dann, je nachdem, wenn es zu warm ist draußen, dann taktet sie auch schon mal am Tag. Aber in der Regel läuft sie in einem durch. Ja, und ich würde sagen, nicht lang reden. Wir gucken uns jetzt mal die Zahlen an und ich zeige euch mal, was ich alles so vorbereitet habe. Hier sind wir wieder auf der Homepage mtwetter.de und haben uns hier mal die Daten rausgezogen. Ich habe übrigens jetzt auch mal einen etwas größeren Betrag an den Betreiber gespendet, weil wir uns ja hier mal seine Daten immer zunutze machen. Und dann finde ich das auch nur fair, wenn man dann auch seinen Obolus mal hinterlässt. Und hier sehen wir also 15,6 Grad, das war schon echt warm für den 1. Januar, wie es losgegangen ist. Und man sieht bis zur Hälfte ungefähr deutlich warme Temperaturen, keine Minusgrade und tagsüber bis an die 10 Grad ran. Und danach ist es dann so ein bisschen umgeschwenkt, dann sind wir tagsüber noch so bei 3, 4 Grad und nachts ging es dann doch öfter auch ins Minus. Die kälteste Temperatur hier minus 3,9 Grad am 28. und zum Ende ging es dann aber auch schon wieder ins Plus hoch und so ergab das Ganze ein Monatsmittel von 4,9 Grad, wie ich ja eingangs schon gesagt hatte.
Und jetzt schauen wir uns hier mal die Verbräuche dazu an. Und das haben wir hier im SMA Sunny Portal, wo wir auch die Verbräuche der Wärmepumpe auslesen können. Die hier in grün, dazu in blau die Verbräuche unseres Elektroautos. Und wir sehen halt hier auch das, was sich temperaturmäßig abgezeichnet hat, zeichnet sich dann hier auch in Verbräuchen aus. Also am 2. Januar hatten wir den geringsten Verbrauch mit 9,57 Kilowattstunden. Und den höchsten Verbrauch, den hatten wir hier am 25. Januar, wo es dann halt auch wirklich etwas kälter war, mit 44,4 Kilowattstunden. Und das Ganze können wir uns jetzt nochmal in der Gesamtheit ansehen. Und dann sehen wir hier unten, wir sind gekommen laut SMA-Portal auf 743,69 Kilowattstunden. Und das Auto daneben übrigens noch mit 260,94 Kilowattstunden. Das hatte ich ja schon vorgestellt im Monatsstatistikvideo für die Photovoltaik. Und wir haben halt verbraucht 14% direkt aus der Photovoltaik, 2% aus dem Speicher und 84% aus dem Netz. Das ist physikalisch gemessen. Ich sage ja immer, wie will man es berechnen? Wärmepumpe, wie viel PV-Strom wird ihr zugeordnet? Ich ordne ihr im Januar jetzt einfach mal gar nichts zu. Oder ja, 2 Kilowattstunden hatten wir mal. Ich habe es so gemacht, ich sage, wenn wir mehr als 10 Kilowattstunden produzieren, dann können wir damit das Haus über Tag versorgen und unseren Akku komplett voll machen. Das kommt ungefähr hin. Und alles, was darüber hinausgeht, würde also eingespeist oder ins Auto geladen. Da wir das Auto noch nachts laden in diesem Monat, habe ich das Ganze dann der Wärmepumpe zugerechnet. 2 Kilowattstunden, das ist gar nichts. Aber das ist es halt. Ich kann nicht sagen, ich versorge die Wärmepumpe mit 16% aus der PV, wenn dafür aber dann das Haus und der Speicher wieder weniger abbekommen. Also irgendwo muss man da die Rechnung schon aufstellen. Und ich habe sie jetzt für mich so aufgestellt, dass die Wärmepumpe halt dann quasi erstmal noch nichts aus der PV bekommen hat. Aber ich kann euch jetzt schon ankündigen, heute ist der 6. Februar. Im Februar wird das anders aussehen. Und dann habe ich das statistisch nochmal zueinander in Relation gebracht. Wir sehen hier die Kurven. Die blaue ist die Tagesmitteltemperatur aus dem Monat. Dann habe ich den Strombedarf in Orange, den Wärmebedarf in Grau und die Tagesarbeitszahl in Gelb. Die blaue Linie, die Temperatur draußen in der ersten Monatshälfte noch eher hoch, deutlich über 0. Dafür der Verbrauch aber auch in Kilowattstunden deutlich unter 20 Kilowattstunden und der Wärmebedarf, der lag so unter 80 Kilowattstunden, so zwischen 60 und 80 Kilowattstunden. Und dann hat sich das Ganze umgekehrt, die Temperaturen sind so ein bisschen ins Negative geschlagen und dafür ist der Verbrauch dann hochgegangen auf 30 bis 40 Kilowattstunden und das Ganze in Wärme dann auch auf 100 bis 120, 125, fast 130 Kilowattstunden hochgegangen hier auch. Das folgt natürlich dann einander. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher an, und zwar die Tagesarbeitszahl und die Tagesmitteltemperatur, wie die im Zusammenhang stehen. Das kommt hier nicht so gut raus bei der Skalierung. Hier sieht man das dann schon eher, und ich habe es jetzt nicht chronologisch, sondern ich habe es nach der Temperaturkurve gemacht. Also ich habe die wärmsten Tage am Anfang und die kältesten Tage am Ende, dass das Ganze quasi fallend ist. Hier fällt die Temperatur eigentlich gleichmäßig ab, aber die Tagesarbeitszahl, das heißt also Kilowattstunden Wärme, die ich produziert habe durch Kilowattstunden Strom, den ich dafür verbraucht habe, der schwankt hier ein bisschen mehr, und das sind halt dann wirklich so Tage, wo entweder die Sonne einfach schon ins Haus scheint und das Wohnzimmer aufheizt oder aber wo der Wind halt auch kalt um die Ecke saust. Also das sind dann so die Unterschiede, die man sieht. Und man kann halt hier sehen, am Anfang wirklich 12 Grad, der 1. Januar war ja sehr warm, und dann liegen wir bei einer Tagesarbeitszahl von annähernd 6. Und das Ganze ist dann hier zum Beispiel, wenn wir so unter 4 Grad kommen, sind wir mit der Tagesarbeitszahl noch so um die 5 rum. Und hier sieht man dann, wenn es dann auf 2, 1 Grad runter geht, dann sind wir mit der Tagesarbeitszahl noch bei 4. Das ist ja das, was die meisten Wärmepumpen auch so übers Jahr erreichen sollen. Und hier sieht man dann schon, hier geht es ins Negative, in den Minusbereich der Temperatur, Tagesmittel, und dann sind wir hier auch bei unter 4, aber es fällt nicht wirklich deutlich unter die 4, es geht mal runter bis nahe an die 3 ran. Da waren wir hier bei minus 2 Grad im Tagesmittel in der Temperatur, da geht es dann natürlich schon deutlich runter. Wir gucken mal, der Februar, vielleicht bringt er noch kältere Temperaturen, dass wir dann auch mal sehen können, was passiert denn bei minus 5, minus 10 Grad, wie sieht es dann mit der Tagesarbeitszahl aus, wie stark bricht dann die Effizienz der Wärmepumpe ein. Ab minus 9 Grad bei uns sowieso der Heizstab kommt dann dazu, und dann bricht natürlich die Tagesarbeitszahl komplett ein, das ist klar, aber das sind ja auch nur die wenigsten Tage im Jahr.
Und hier habe ich dann die Jahresübersichtstabelle oder die Winterübersichtstabelle. Und da sehen wir hier im Januar die Werte, die wir dann effektiv erreicht haben. Wir haben Kilowattstunden elektrisch 697 verbraucht, rein fürs Heizen. Und damit haben wir erzeugt Wärme 2837 Kilowattstunden. Wir haben hier für das Warmwasser elektrisch verbraucht 93 Kilowattstunden. Das ist ein Wert, mit dem bin ich absolut noch nicht zufrieden. Ich hatte schon gedacht, im Dezember wären wir auf einem guten Weg. Aber irgendwie muss ich da noch mit den Einstellungen rumbasteln. Irgendwas passt da noch nicht so richtig gut. Wir wärmen ja jetzt das Wasser auf 40 Grad immer auf mit einer Hysterese von 15 Grad. Und einmal die Woche kommt dann die Legionellenerwärmung auf 60 Grad dazu. Die braucht dann halt schon etwas mehr Strom. Und in der Regel ist es so, sonntags Legionellenerwärmung, Montag, Dienstag reicht uns das Wasser dann noch. Mittwoch wird es wieder warm gemacht und Freitag wird es wieder warm gemacht. Das heißt also, einmal Legionellenerwärmung in der Woche und zweimal normale Warmwasseraufbereitung. Trotzdem 93 Kilowattstunden, das wäre aufs Jahr gesehen über 1000 Kilowattstunden. Das ist eigentlich ein bisschen viel, da muss ich dringend nochmal was ändern. Und dann haben wir hier den Warmwassergehalt der Wärme, das sind dann 194 Kilowattstunden. Und das bedeutet, gesamtelektrisch haben wir 790 Kilowattstunden im Januar verbraucht. Wie gesagt, der Januar war sehr warm, das ist sehr wenig für den Januar. Im Dezember waren es zum Beispiel 1040, wobei der Dezember wieder zu kalt war. Also so gleicht sich das Ganze wieder ein bisschen aus. Und Gesamtwärme haben wir verbraucht oder erzeugt 3031 Kilowattstunden. Und das bedeutet, wir haben eine Monatsarbeitszahl bei der Heizung erreicht von 4,07 und beim Warmwasser von 2,08. Und das bedeutet, die Gesamtarbeitszahl im Monat Januar liegt bei 3,84. Das ist also schon sehr nah an dem dran, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen ja die 4 vorne eigentlich haben übers Jahr. Und ich sag mal, wenn wir schon im Januar so nah an der 4 dran sind, dann sieht das schon gar nicht schlecht aus. Man sieht ja hier im Dezember, da waren wir bei 3,27. Das war natürlich drunter. Im November waren wir dafür deutlich drüber mit 4,95. Ich schätze jetzt einfach mal, im Februar könnten wir noch unter der 3 wieder bleiben, weil Februar haben wir jetzt doch schon recht kalte Temperaturen zurzeit. Und ich hoffe, dass wir im März dann über die 4 kommen und so im Endeffekt dann auch gesamt über die 4 hinauskommen. Kurze Erklärung noch zur Ermittlung der Zahlen. Ich benutze dafür die Senso-App von Weiland. Es heißt immer Wärmepumpen, Werte, die wären nicht so sehr genau. Also ich habe es abgestimmt mit dem, was unser Sunny-Portal hier ermittelt hat und habe das dann in Relation gebracht. Was haben wir früher für einen Stromverbrauch gehabt? Dann nehmen wir das Auto dazu, dann nehmen wir die Wärmepumpe dazu und dann komme ich am Ende auch wieder auf das, was wir normalerweise ohne Wärmepumpe und Auto früher an Stromverbrauch hatten. Also die Werte, die kommen schon relativ exakt hin. Ich habe Videos gesehen, gerade Panasonic, da sollen Abweichungen von 20% oder so sein. Also das kann ich zumindest sagen, das haben wir bei Weiland nicht. Die Werte sind schon relativ genau, die wir hier rausziehen. Da kann es vielleicht Abweichungen um 3, 4, vielleicht auch 5% geben, aber mehr ist es sicherlich nicht, weil wie gesagt, wir können es halt im Sunny-Portal sehr gut nachvollziehen und so konnte ich das Ganze in der Richtung ermitteln. Ja, mit den Verbräuchen im Januar bin ich natürlich zufrieden. Es gab ja Leute, die haben gesagt, wir werden 6000 und mehr Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Wir stehen jetzt bei 2250 Kilowattstunden nach November, Dezember und Januar. Jetzt kommt noch der Februar, der wird noch einiges draufhauen. Dann der März ist halt die Frage, wird er warm, wird er kalt, das weiß man noch nicht. Und der April in der Regel eh nicht mehr so kalt. Also ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir auf jeden Fall unter 5000 Kilowattstunden bleiben werden. Und wie gesagt, der Winter ist bisher nicht besonders warm, besonders kalt, sondern es ist eigentlich eher ein sehr durchschnittlicher Winter. Aber wie gesagt, wir halten euch weiter auf dem Laufenden für die nächsten Monate und gucken mal, was dann am Ende bei rauskommt. Ob wir es unter 5000 schaffen, ob wir es sogar vielleicht in Richtung 4000 schaffen oder geht es doch noch hoch, das werden wir dann sehen. Und wenn euch das Video heute gefallen hat mit den Zahlen, die wir präsentiert haben, lasst uns doch gerne einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir was Neues machen. Das Ganze kostet euch nichts. Und Instagram könnt ihr auch mal reinschauen, da sind wir auch vertreten. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.